An Schonens Südostküste leben Carina Larsson und Tord Ulsson. Gehölze sind ihre große Leidenschaft. Ihr Garten beherbergt eine Baumsammlung. Zudem ist Carina begeisterte Gemüsegärtnerin. Malin Appelgren-Paulsson ist Kunsthandwerkerin. Sie stellt sogar für das schwedische Königshaus Leuchter her. Daneben kommt auch der Garten nicht zu kurz. An der Westküste steht dem Maler Sven Lingards und seiner Frau Gunilla eine Vernissage bevor. Bis dahin müssen die beiden noch viel im Garten und dem Atelier vorbereiten. Alle Arbeiten müssen erledigt sein, bevor die Besucher kommen. Laila und Lennart Olofsson leben an der Westküste Schonens. Lennart unterstützt Laila beim Gärtnern, aber sein liebstes Hobby sind die Pferde. Während er sich mit seinem Traber beschäftigt, genießt Laila die Ruhe ihres Hofes an der Bucht Skälderviken. Die südlichste Provinz Schwedens. Schonen. Von allen Landschaften des Königreichs im Norden liegt hier wohl die überraschendste. Mit Küsten, vor denen früher unzählige Schiffe strandeten, aber auch mit weiten Weide- und Ackerbauflächen. Zwar ist Schonen die am dichtesten besiedelte Gegend Schwedens. Außerhalb der Provinzhauptstadt Malmö kann man sich das allerdings kaum vorstellen. Hier wachsen noch viele Laubgehölze wie Eichen und Buchen, denn selbst im Winter wird es im Süden nicht zu kalt. Mit etwas Glück sind auch die langen Sommertage schön und warm. Beste Voraussetzungen für üppige Gärten wie in Arild an der Nordwestküste. So mild wie in Schonen ist es in fast keiner anderen Region Schwedens. Allerdings spielt der Wind eine beständige Rolle. Nicht weit entfernt von Arild und diesen Klippen am Kattegat leben Laila und Lennart Olofsson mit ihrem Garten an der Skälderviken-Bucht. Laila kann sich glücklich schätzen. Hier in Schweden ist es kein Problem, mitten im Sommer einen blühenden Kandelaber-Ehrenpreis umzusetzen. Eine Arbeit, die Gartenbegeisterte meist in den Frühling legen müssen, um der Pflanze nicht zu schaden. Aber heiß ist es heute nicht und es herrscht hohe Luftfeuchtigkeit. Laila und Lennart können ihre Arbeit also auch jetzt erledigen, ohne dass die Staude an Schönheit verliert. Diese Stücke hier sollen in die Erde. Nimm den zuerst. Seit 20 Jahren ist Laila im Garten aktiv. Mit Lennarts Unterstützung. Ja. Perfekt. Perfekt. Komm, Juli. Die Hecken müssen geschnitten werden, der Rasen muss gemäht, die Wege gehakt werden und so weiter. Das ist eine Arbeitsteilung, die sehr gut passt. Aber ich muss sagen, es sind Lailas Ideen, die den Garten ausmachen. Es ist Lailas Garten. Der Garten ist für mich eine Liebesgeschichte zwischen mir und den Pflanzen. Vor vielen Jahren hatte ich einen schweren Unfall und ich wusste nicht, wie ich weitermachen sollte. Aber der Garten hat mir ungeheuer geholfen. Die Ruhe und die Stille und die Einsamkeit hier oben halfen mir, gesund zu werden. Schöne Farbwelten sind Laila im Garten wichtig. Meist sucht sie nach widerstandsfähigen Pflanzen, die sich in Schonen verlässlich entwickeln, wie die Clematis Josephine oder die Kletterrose Thor. Das Grundstück ist seit 100 Jahren im Familienbesitz. Lennarts Großeltern lebten schon hier. Für ihn und Laila ist es ein Traum, hier zu wohnen, auch wenn es in den Häusern keine Zentralheizung gibt und überall mit Holz geheizt wird. Auch im Backofen. So, wollen wir mal sehen, wie es da drinnen aussieht. Das sieht gut aus, aber ich muss das Holz noch ein bisschen verteilen. Für Laila ist das wöchentliche Backen selbstverständlich. Weil ihr das Brot aus dem Supermarkt nicht schmeckt,
macht sie es selbst. Und zwar immer mit ein wenig Sirup. Schwedisches Brot ist süß. So wie ihre dänisch-schwedischen Hofhunde. Es gibt sie hier in der Ostseeregion schon seit vielen hundert Jahren. Um Mäuse zu fangen, den Hof gegen Fremde zu bewachen. Und sie wärmen dem Besitzer im Winter das Bett. Die Hunde beflügeln eine weitere Leidenschaft von Laila, das Malen. Jedes Tier hat seine Eigenart und Laila liebt es zu zeigen, worin sie bei jedem Einzelnen besteht. Das Backen erledigt Lennart heute besonders zügig, denn seine Begeisterung drängt ihn zu den Pferden. Und sein Favorit ist Sturbjörnen. Der Traber gehört seiner Tochter Lina und ihrem Freund. Lennart kümmert sich um die tägliche Pflege. Pferde haben in der Familie schon immer eine große Rolle gespielt. Lennart weiß, was die Tiere zu Gewinnern macht. Das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass man ein zufriedenes Pferd hat. Ohne ein zufriedenes Pferd bringt es nichts. Das Pferd muss denken, das hier macht Spaß. Jetzt geht's zum Wettkampf. Super. Zu solch glücklichen Pferden zählt auch Sturbjörnen, der schon bald wieder auf die Rennstrecke soll. Für das Krafttraining des Trabers sitzt Lennart mit im Sulki. Das schafft zusätzliches Gewicht. Während Lennart und Lina das Pferd bewegen, sorgt Laila noch ein wenig für Ordnung. Zu tun gibt es schließlich immer. Und kein Garten verdient es, jemals fertig zu werden. Niemals. Es gibt ständig neue Projekte. Man probiert immer neue Farbkombinationen aus und lässt sich von anderen Gärten mit neuen Ideen inspirieren. Er wird nie fertig. Niemals. In dieser Erkenntnis liegt auch etwas Beruhigendes. Und an ihrem Lieblingsplatz hat Laila ausreichend Gelegenheit, über ihr Gartenglück nachzudenken. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Stadt zu leben. Seit ich ein Kind war, habe ich davon geträumt, so zu leben. Vor allem ist es ein freies Leben. Wir haben keine Nachbarn und kümmern uns um uns selbst. Uns fehlt nichts. Im Südosten Schonens liegt die Region Österlen. Vor allem vor der Ferienzeit im Sommer spürt man die Entschleunigung in dieser stillen Gegend. Frühling und Sommer sind in Schonen etwas länger als in anderen Regionen Schwedens. Die besten Bedingungen für den Anbau von Äpfeln, für die Österlen in ganz Schweden berühmt ist. In dem kleinen Ort Kjevik haben sich Carina Larsson und Tord Olsson ihr grünes Reich geschaffen. Die beiden haben sich heute für eine ihrer liebsten Beschäftigungen Zeit genommen. Sie wollen ein in Schweden seltenes Gehölz pflanzen, eine Katalpa. Den Trompetenbaum hat Carina aus Samen gezogen, die sie von Pflanzenfreunden aus Kirgisien erhalten hat. Ihr neuer Baum, der im Sommer blüht, wird einmal mehrere Meter hoch werden. Er braucht einen sonnigen Standort und nährstoffreichen Boden. Carinas und Tords Garten ist ein Arboretum, eine Sammlung unterschiedlicher Gehölze. Hier wachsen grüne Schätze, die im übrigen Schweden wegen der Winterkälte nur schwer zu kultivieren sind, wie die unterschiedlichen Ahorne. Tord und Carina probieren aus, was in Schonen botanisch möglich ist. Ihre Bäume sollen Geschichten erzählen. Was unseren Urweltmammutbaum betrifft, der dort hinten steht, so ist es ein uralter Baum, der von Menschen aus dem Abendland irgendwann in den 40er Jahren in China entdeckt wurde. Seitdem breitet er sich in der ganzen westlichen Welt aus.
Und dieses Exemplar, das wir hier haben, war unter den ersten, die Anfang der 50er Jahre nach Schweden kamen. Und das ist doch eine recht spannende Geschichte. Seit 26 Jahren leben Carina und Tord mit ihren Bäumen. Manche alte Riesen stammen noch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, als das Arboretum angelegt wurde. Wie die seltene Sumpfzypresse neben dem Pavillon. Im lichten Schatten ihrer Baumkrone wachsen heute auch Blattschmuckstauden und seltene Blühpflanzen. Eine Vorliebe von Carina. Als wir hierher kamen und dieses Grundstück sahen, das zu verkaufen war, haben wir uns das Haus gar nicht erst angeschaut. Es versteckte sich hinter der großen Thuja. Aber was wir gesehen haben, war der obere Teil des Gartens. Und das reichte für eine Entscheidung. Ein Haus kann man ja immer verändern, aber einen Garten mit solch großen Gewächsen bekommt man nur einmal. Der ist fantastisch mit seinem Teich und den großen Bäumen. Wir haben uns sofort dafür entschieden. Tord und Carina sind immer im Garten beschäftigt. Tord muss die vorwitzige Klematis und das Geißblatt schneiden. Schließlich sollen die Triebe nicht irgendwann die Ziegel anheben und ein Leck im Dach verursachen. Derweil kann Carina ihrer Leidenschaft frönen, Pflanzen aus Samen heranzuziehen. Seit Jahren züchtet sie erfolgreich Christrosen, die zeitig im Sommer ausgesät werden. Unter ihren Schätzen, die nicht jetzt, sondern im Winter blühen, ist eine Überraschung mit ungewöhnlicher Farbe. Nach 3 Jahren, denn so lange dauert es, bis sie blühen, kam eine apfelgrüne, großblumige Variante zum Vorschein. Einfach fantastisch. Die Farbe sieht genauso aus wie die von Granny Smith. Das hatte ich zwar überhaupt nicht erwartet, aber sie war ganz einfach fantastisch. Das Vermehren muss heute allerdings ruhen. Am Abend kommen Gäste. Vorbereitungen stehen an. Schonen war bis 1658 dänisch. Noch heute sehen manche Gebäude und Landschaften aus wie beim dänischen Nachbarn, mit dem Schonen bis vor 7000 Jahren auch durch gewaltige Wälder verbunden war. Dann wurde es wärmer und Schmelzwasser teilte Schonen von Ostdänemark. An der Nordwestküste Schonens, auf der Bjerre-Halbinsel, sind Gunilla Cetreus Lingards und Sven Lingards zu Hause. Rund um ihr Haus wird morgen eine Menge los sein. Sven ist Maler und wie jedes Jahr im Sommer laden er und seine Frau Freunde zur Kunstausstellung ein. Auch im Garten muss dafür einiges dekoriert werden. Die Zeit ist knapp, aber Gunilla lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Oder willst du es versuchen? Nein, du kannst es sicher besser als ich. Auch der Pavillon dient morgen den Gästen als Zimmer im Garten. Bist du fertig, Liebling? Jetzt müssen wir aber ins Atelier gehen, damit ich für morgen noch alles in Ordnung bringen kann. Ja, okay. Es gibt ja eine Vernissage. Scheint alles sehr gut auszusehen. Ja, schön. Schön, ja? Gunilla und Sven mögen den Hauch der alten Zeit, der den Garten durchweht. Er wurde vermutlich erstmals um 1850 angelegt. Das Haus ist noch älter und war vor 27 Jahren baufällig. Alle Leute haben gesagt, kauf das bloß nicht, es ist schrecklich. Aber wir fanden, es war ein Paradies. Es ist ein Vierseithof, der Innenhof ist also von 4 Hausseiten umschlossen. Abends schien es uns, als wäre darüber unser Stückchen Sternenhimmel, wie eingerahmt. Das war so schön, also kauften wir es. Sven hat den Hof von Grund auf renoviert. Alles neben seiner eigentlichen Berufung, der Kunst. Im Laufe der Jahrzehnte hat er zunächst in den USA, in Österreich und der Schweiz und schließlich auch in Schweden zu seinem individuellen Stil gefunden. Seine Bilder entstehen im Steindruckverfahren in einem Dutzend Arbeitsgängen. Sogar im schwedischen Reichstag hängt eines seiner Bilder. Ein neues Werk muss er heute noch probehängen. Es ist ein Bild im Stil der Renaissance.
Das ist eine Auftragsarbeit, die er normalerweise nicht macht. Aber auch dieses Projekt nimmt Sven ernst. Ich muss die Farben noch anpassen. Ich habe 2 Jahre an dem Bild gearbeitet. Und zwar hier, nicht dort, wo es hängen soll. Und jetzt muss ich die Farben noch überarbeiten, so dass sie dort passen. Der Lichteinfall vor Ort beeinflusst die Farben, aber wie, kann ich nicht theoretisch berechnen. Aber dann sollte es Ihnen gefallen. Das Schloss, in dem das Bild einmal hängen soll, liegt 1,5 Stunden Fahrt entfernt. Sven erklärt der Schlossherrin, dass er dem Bild noch weitere Details hinzufügen wird. Dazu gehört zum Beispiel eine rote Rose oder eine Päonie, die für eine Balance der Farben auf dem Bild sorgen soll. Er soll ungefähr hier hängen, oder? Hier haben wir es genau auf der Linie. Allerdings ist das Brett hier ein bisschen zu kurz. Die Schlossbesitzerin ist sehr zufrieden, Sven noch nicht ganz. Der grüne Ton ist eine Untermalung der gesamten Marmorpartie. Sie wird 1 oder 2 oder sogar 3 neue Lasuren in wärmeren Tönen bekommen. Umbra zum Beispiel. Die Darstellung des Marmors auf dem Bild soll zum Marmor der Fensterbänke im Speisesaal passen. Sven ist Perfektionist. Doch heute muss er sich sputen. Denn noch ist längst nicht alles für seine Vernissage zu Hause vorbereitet. Zurück in Kivik. Bei Carina und Tod. Ihr Zuhause teilen die beiden gern mit Freunden und Verwandten. Heute Abend haben sie Gäste zum Essen eingeladen. Kartoffeln sind zur Mittsommerzeit in Schonen ein Muss. Also werden die ersten des Jahres heute auf den Tellern landen. Auf den zarten Geschmack der jungen Erdäpfel freut sich Carina schon jetzt. Es müssen schwedische Kartoffeln sein, das ist wichtig. Und aus eigenem Anbau. Ein paar Stunden später sind die Gäste eingetroffen. Es sind Tords Bruder Thomas und seine Frau Maureen. Carina hat frische Heringe eingelegt, eine Delikatesse zu den jungen Kartoffeln. Für Carina und Tord entsteht aus solchen kleinen Zusammenkünften großes Wohlbefinden, umrahmt von ihren Gästen und ihrem Garten. Ich könnte mir nicht vorstellen, einen modernen Garten zu haben. Ich kann ihn bewundern, weil ich ihn künstlerisch schön gestaltet finde. Aber ich könnte mir nie vorstellen, dort zu wohnen. Ich möchte etwas haben, das Frieden schenkt. Ganz einfach Frieden. Auch in Schonen finden sich Seenlandschaften. Allerdings sind sie im Süden nicht so zahlreich wie im übrigen Schweden. Dafür gibt es ausreichend Küste, in deren Hinterland viele Pflanzen wachsen, die mit den sandigen Böden gut zurechtkommen, wie die Gras- und Heidenelken. Ganz in der Nähe vom Stenshövid-Nationalpark in Österlen führen Mac Paulsson und Marlin Appelgren Paulsson ihr Leben auf dem Land. Marlin und Mac haben sich vor 13 Jahren entschieden, dem Stadtleben den Rücken zu kehren. Ihre Wahl fiel auf Österlen, wo die beiden schon länger ein Sommerhaus besaßen. Viele Künstler leben in Österlen. Die perfekte Umgebung auch für Marlin. Marlin arbeitet mit Zinn und Messing. Sie fertigt daraus Dekorationsobjekte. Schläge sind nötig, um aus einer Platte kleine Kunstwerke zu gestalten.
Für Marlin ist das handwerkliche Arbeiten ein Traum, denn im Büro zu sitzen hat sie nicht mehr ausgefüllt. Gelernt hat sie diese Kunst von ihrem Großvater. Am Anfang ließ er sie nur mit dem viel weicheren Zinn arbeiten. Ihm schien die Fertigung von Messingleuchtern nichts für eine Frau zu sein. Und eines Tages spürte ich, jetzt will ich Wandleuchter machen und habe ein Stück Messing stibitzt und mit nach Hause genommen. Ich habe einen Wandleuchter gemacht, bin am nächsten Tag wieder hingefahren und habe ihn gefragt, wie gefällt er dir, Großvater? Das hier soll ein Wandleuchter sein. Er antwortete, das ist der schönste Wandleuchter, den ich je gesehen habe. Das war seine Art zu sagen, okay, wir legen los. Neben den traditionellen Leuchtern fertigt Marlin auch freie Arbeiten. Sämtliche Objekte entstehen nur nach Gefühl und Augenmaß. Jedes ist ein Einzelstück. Unterdessen hat auch Mack die Ärmel hochgekrempelt. Holzarbeiten sind seine Leidenschaft, für die er sich auch mal freinimmt. Eigentlich ist er Jurist bei einem Unternehmen in Stockholm. Soweit es geht, arbeitet er aber von zu Hause aus. Es ist ein guter Kontrast zu dem, was ich sonst mache, denn sonst arbeite ich vor allem mit Papier. Da gibt es nicht so deutliche Ergebnisse. Zimmert man irgendeinen Gegenstand, kann man das Endergebnis sehen und ist damit zufrieden. Die Treppe hat sich Marlin schon länger gewünscht. Der Garten soll noch erweitert werden und mit dem Zugang aus dem Haus hat Mack nun dafür einen Anfang gemacht. Um Abwechslung zu schaffen, arbeitet Marlin immer an mehreren Leuchtern gleichzeitig und an unterschiedlichen Arbeitsgängen. Natürlich fertigt sie jedes Einzelteil selbst. Würden sie maschinell gemacht und alle sehen genau gleich aus, hätte ich das nie gemacht. Die Tiefe kann jedes Mal variieren. Manchmal denke ich, nein, jetzt höre ich auf. Dieser hier soll so flach sein und der nächste wird vielleicht viel tiefer. Ich glaube, es ist wichtig für mich, dass sie nicht gleich aussehen. Ihre Wandleuchter liefert Marlin sogar ans schwedische Königshaus, wie es ihr Großvater auch schon getan hat. Außerdem haben die Leuchter auch in ihrem privaten Reich einen Platz, zum Beispiel im Gästehaus. Für Marlin ist es wichtig, dass sie auch benutzt werden, wenn Gäste da sind. Wie Marlin hat auch Mack seine handwerklichen Fähigkeiten wieder einmal unter Beweis gestellt. Wie schön, du bist ja fertig. Fantastisch. Super, oder? Du musst nur noch die Rosen pflanzen. Wir können sie doch pflanzen, wenn wir hier fertig sind. Wir müssen uns nur entscheiden, wohin. Das kannst du bestimmen. Für die botanische Gestaltung ist noch ausreichend Platz geblieben. Marlin und Mack achten darauf, dass die Rose mit der Veredelungsstelle 2 Finger breit unter die Erde kommt, damit sie auch vor Frost geschützt ist. So wird die Treppe auch ein schöner Ort zum Ausruhen für die beiden. Nach der Arbeit. Am nächsten Vormittag naht die Vernissage bei Sven und Gunilla. Sven liegt hinter dem Zeitplan, aber seine Bilder will er unbedingt perfekt präsentieren. Ich verkaufe ja ein Stück von mir. Und genau dieser Inhalt ist es, der in meiner Malerei steckt. Viele können gleich etwas damit anfangen, für andere ist es schwieriger. Ich erzähle etwas darüber und dann sagen sie, ach so. Dann schauen sie sich etwas anderes an und suchen dort nach dem, wofür ich ihnen den Schlüssel gegeben habe. Gunilla hat am Mittag Verstärkung von ihrer Tochter Camilla bekommen. Die Gäste sollen sich entspannt und wohlfühlen. Familiäre Hilfe ist willkommen. Die Besucherinnen und Besucher sind aus dem In- und Ausland. Und während drinnen noch Kaufentscheidungen getroffen werden, entwickelt sich draußen schon das Fest. Ja. Teilen wir den hier miteinander. Skål! Skål! Und herzlich willkommen.
Ein Lied im Ohr, ein Gläschen Bowle in der Hand, 22 Grad im Schatten. Gelungene Zutaten für einen perfekten Sommernachmittag im ländlichen Schonen. Rätt länger, min kära.